Art Posner Comics, meine Freunde, und herzlich willkommen zur 21. Episode von Raw to 70. Geld regiert die Welt. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Über Geld spricht man nicht. Zeit ist Geld. Das sind einige Sprüche, die ihr vielleicht auch kennt über das Geld. Und in unserer heutigen Gesellschaft, also unsere heutige Gesellschaft, ist ja auch stark geprägt vom Geld. Nur das Problem ist, die wenigsten wissen nur, wie unser Geld bzw. unser Geldsystem überhaupt funktioniert. Unser heutiges Geldsystem ist ein verzinstes Schuldsystem, sag ich mal, welches auch älter ist als die Münzprägung. Damals war es halt so, dass Bauern ihre Felder und zum Beispiel ihre Schafherden verliehen haben und als Gegenleistung Naturalzinsen in Form von den Erträgen von den Feldern bekommen haben, zum Beispiel Weizen, oder die neugeborenen Lämmer haben sie dann hier als Gegenleistung bekommen. Das sind halt diese natürlichen Ressourcen von der Natur, die sie erhalten haben. Genau. Nach der Einführung der Münzprägung wurden auch hier dementsprechend Silber und Goldmünzen geprägt, und die Wohlhabenden haben dann im Mittelalter versucht, ihre Münzen natürlich zu schützen, und es ist halt ein bisschen umständlich, wenn sie halt mit dem Beutel voller Goldmünzen in der Gegend herumlaufen, wenn sie was einkaufen wollen, weil es halt ziemlich unsicher ist und die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass es ihnen geklaut wird. Da haben sie sind sie ja zum Schmied gegangen im Ort und haben dann dort ihre Münzen und ihre Goldreserven in den Tresor vom Schmied eingelagert, und dafür hat der Schmied natürlich eine entsprechende Entlohnung bzw. Zinsen bekommen, und der Wohlhabende, also er hat dann hier einen Schuldschein oder beziehungsweise einen Lagerschein erhalten. Das Problem damals war jetzt einerseits, dass es halt sehr umständlich ist, wenn man jetzt auf dem Markt etwas einkaufen möchte, mit diesem dann wieder zum Schmied laufen muss, zum Tresor seine Münzen abholen muss, dann zum Händler geht und der Händler dann die Goldmünzen entgegennimmt und hier wieder beim Schmied die Münzen abliefern muss, wo er dann wieder der Schmied einen neuen Schein ausliefern musste. Da hat man sich einfach gedacht, hey, wie wär's, anstatt dass du immer aufwendig zu mir herkommen musst, die Münzen aus dem Tresor entnehmen musst und dann ich dir wieder einen neuen Lagerschein ausstellen muss, handel doch einfach mit meinem Schuldschein, also mit dem Lagerschein, und dann hat sich die Sache. Da wurde halt auch hier jetzt dieser Schuldschein als Zahlungsmittel akzeptiert. Da haben halt auch die Schmiede irgendwann mal festgestellt, hey, nur ein Drittel der Lagerscheine wird auch tatsächlich eingelöst und zwei Drittel an Goldbeständen habe ich in meinem Tresor. Und dann haben sich die Schmieds dann dabei gedacht, dass sie einfach mehr Lagerscheine ausstellen, wie sie eigentlich Gold tatsächlich haben, und haben sich auch hier dementsprechend bereichert. Es stellt kein Problem dar, solange die Leute halt nicht solange halt nicht alle Schuldscheine eingelöst werden. Ist natürlich irgendwie logisch. Genau. Und auf dieser Basis beruht unser heutiges Geldsystem. Wie damals haben halt die Schmiede sozusagen aus dem Nichts einfach mal Gold erschaffen, haben halt einfach Lagerscheine erstellt, obwohl sie nicht gedeckt waren. Und genau in diesem Prinzip funktioniert unser heutiges Geldsystem. Das hat nämlich seinen Ursprung im Jahr 1973, als Richard Nixon das Geld, also den Dollar, von der Goldbindung, die 1944 durch das Bretton Woods Abkommen besiegelt wurde, aufgelöst hat, weil halt Frankreich die Dollarnoten einlösen wollte und hier ihr Gold, was sie halt durch den Dollar gewährleistet bekommen haben, also zugesprochen bekommen, wollten sie halt haben.
Das Problem war, die Amerikaner hatten nicht so viel Gold und haben halt hier, wie gesagt, 1973 die Goldbindung aufgelöst. Und seitdem nennt man auch unser Geld sozusagen Fiat Money, weil es ist nichts gedeckt, es ist einfach nur Papier, was eigentlich wertlos ist und durch gar nichts mehr gedeckt ist. Und mit dieser Geldschöpfung möchte ich einfach mal weitergehen und euch eine Bilanz erklären, weil das halt wesentlich ist, um zu begreifen, wie unser Geldsystem überhaupt funktioniert und wie die Banken digital schon einfach Geld aus dem Nichts schöpfen. Also wenn man sich hier eine Bilanz anschaut, dann müsst ihr wissen, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt eine Aktivseite und eine Passivseite. Auf der Aktivseite werden alle Sachgegenstände aufgelistet für die Mittelverwendung. Das heißt, hier werden Vermögensgegenstände aufgelistet, die für gewöhnlich länger als ein Jahr aufgeführt werden, wie zum Beispiel Maschinen, Autos, was auch immer. Das ist das sogenannte Anlagevermögen. Und Umlaufvermögen ist das Vermögen, was sich innerhalb mindestens von einem Jahr wieder in Cash, sage ich mal, in Geld, in flüssige Mittel wieder umverwandeln kann. Das sind zum Beispiel Forderungen, meine Waren, meine Bank, meine Kasse, wie ich hier als Beispiel dargestellt habe. Auf der Passivseite, das ist die Mittelherkunft. Das heißt, wo habe ich meine finanziellen Mittel her, um die Sachen auf der Aktivseite zu finanzieren. Das gliedert sich ins Eigenkapital, das heißt, das ist das Kapital, was ich in mein Unternehmen mit einbringe, ist meistens ganz normales Bargeld oder Anlagen, was ich mir zurechtgeschaltet habe, aber auch natürlich so Patente oder Lizenzen kann man ja auch hier einbringen und Verbindlichkeiten wie zum Beispiel Kredite oder Darlehen hier als Beispiel. Genau, dann gibt es auch hier vier Fälle. Die werden halt hier mit Buchungssätzen dargelegt. Es gibt einen sogenannten Aktivtausch. Das heißt, dass ich auf der Aktivseite zwei Positionen der Wert sich ändert. Zum Beispiel, dass ich von meinem Bankkonto 50.000 Euro abbuche und für eine Maschine investiere in den gleichen Betrag. Dann gibt es einen Passivtausch. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie beim Aktivtausch, nur auf der Passivseite. Dann gibt es eine Bilanzverlängerung. Das heißt, beide Seiten werden steigen um den gleichen Wert. Also zum Beispiel nehme ich einen Kredit auf um 50.000 Euro und das wird bei der Bankkonto um 50.000 auch gut geschrieben. Und eine Bilanzkürzung ist genau das Gegenteilige. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kredit zurückzahle, dann sinkt auch hier sinkt auch der Kredit dementsprechend. Genau. Dabei müsst ihr halt auch wissen, dass es gibt halt einen Grundsatz bei dieser Art von Buchhaltung ist, dass beide Seiten immer gleich sein müssen. Also die müssen halt immer ausgeglichen sein. Können wir uns mal hier ein Beispiel verdeutlichen? Mit der Kreditbeschaffung, dass ich halt jetzt zum Beispiel ein Unternehmer bin, der jetzt, sage ich mal, Schuhe herstellen möchte, zum Beispiel Barfußschuhe. Und ich nehme jetzt einen Kredit von 50.000 Euro auf. Das wird natürlich meiner Bank gut geschrieben. Also 50.000 Euro habe ich eine Bilanzverlängerung. Noch kein Problem. Das heißt, ich habe jetzt 50.000 Euro auf dem Bankkonto, investiere in Maschinen, Produktionsgitter, stell halt Schuhe her und verkauf sie und habe dann letztendlich Forderungen gegen meinen Kunden, die ich dann hier mit einbringen kann und dann später dann den Kredit zurückzahlen kann und sozusagen nicht dann hier im Nachhinein eine Bilanzkürzung hat und theoretisch gesehen beides wieder auf dem gleichen Stand ist. Das Problem dabei ist halt die Zinsen, die dabei erhoben werden, weil die bei der Geldschöpfung nicht mit berücksichtigt werden. Es werden dann einfach nur diese 50.000 Euro per Knopfdruck auf ein Bankguthaben gutgeschrieben und beim Darlehen auch dementsprechend.
Jetzt würden einige sagen natürlich, ja, du hast doch Forderungen gegenüber deinen Kunden, du hast ja auch einen gewissen Gewinn mit einkalkuliert, die Zinsen tust du normalerweise auch in den Preis mit einkalkulieren. Das ist in dem Zusammenhang wahr, nur ist das Problem, dass auch hier die meine Kunden vielleicht, um meine Forderungen zu begleichen, jetzt auch einen Kredit aufnehmen müssen von der Bank und die Bank natürlich auch hier wieder Schulden, genau, und Kredit weitergibt und auch hier wieder Zinsen verlangt, die nicht in dem System mit geschöpft werden. Und das geht halt immer so weiter. Und das müsst ihr halt euch so vorstellen, dass es nicht nur zwei oder drei Personen sind, sondern halt die ganze Welt. Und zum Beispiel ein ganz normales Diagramm, welches halt den Zinseszins, also den Zinsanstieg ohne Zinseszins darlegt. Das ist halt einfach eine lineare Gerade. Wie ist bei unserem Wirtschaftswachstum normal üblicher? Das wäre normalerweise kein Problem, diese Zinsen durch neu geschaffene Werte zu decken. Aber das Problem dabei ist, dass wir ein verzinstes Zinseszinssystem haben. Das heißt, es ist eine exponentielle Kurve, die halt immer stetig rauf geht. Und da sehen wir halt auch das Problem, wer übernimmt das Delta? Wie gesagt, es muss halt immer ausgeglichen sein. Und irgendeiner, wenn halt die Bank jetzt Ansprüche von dem Delta hat, also zum Beispiel Ansprüche von, sagen wir mal, 5 Millionen Euro, dann muss halt irgendjemand 5 Millionen Euro Schulden haben. Entweder einer oder verteilt. Und genau da ist halt hier das Problem und deswegen tun halt auch hier die Leute immer eifrig weiter nach dem Geld oder neue Werte schaffen, um halt die Schulden zu begleichen, was in dem Sinne fast unmöglich ist, weil diese Wachstumskurve mit einem linearen Anstieg, also mit einem linearen Gerade, kann man nicht erreichen. Und darum möchte ich ja, genau, ein kleiner Punkt, den ich hier einfügen kann. Lineares Wachstum gibt es in der Natur, ist normal in der Natur. Exponentielles Wachstum habe ich zum Beispiel bei Bakterien oder bei Krebszellen. Also da kann man auch hier wieder den Zusammenhang sehen, dass das vielleicht nicht ganz so gut oder klasse ist. Genau, das ist das erste Problem. Das zweite Problem, so nebenbei, ist, dass das Geld, also das Giralgeld oder das Geld auf unserem Bankkonto, ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Denn nach § 14 Bundesbankgesetz sind nur gesetzliche Zahlungsmittel, die von der Bundesbank ausgegeben, also die von der Zentralbank ausgegebenen Euro-Noten. Also das heißt, nur das Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Folglich, wenn ich jetzt in ein Geschäft reingehe, dann muss halt der Ladeninhaber oder der Verkäufer muss mein Geld annehmen, also wenn ich es bar habe. Wenn ich es auf meinem Konto habe oder ich möchte Bargeld losbezahlen, dann ist er nicht verpflichtet, dieses Geld anzunehmen. Daher der Spruch, Bares ist nur Bares ist Wahres, da ist halt nur, da ist auch was dabei oder beziehungsweise da ist was dran, nur so nebenbei. Diese Erfindung des Menschen laufen wir eifrig hinterher und versuchen halt die Schulden des Staates in Form von Steuern zu begleichen oder unsere eigenen Schulden zu begleichen, beziehungsweise auch die enorme Zinslast. Und dabei vernichten wir einfach unsere Umwelt, unsere Gesundheit leidet und auch eventuell unsere zwischenmenschliche Beziehungen. Zum Thema Gesundheit kann ich dann einfach sagen, entweder sind halt die Menschen gezwungen, einer Arbeit nachzugehen, die sie nicht wollen, von die halt auch hart körperlich beansprucht ist und wo sie halt dann zum Beispiel nach einem 10-Stunden-Tag am Monatsende immer noch nicht genug haben, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Diese Leute machen sich Sorgen, haben einfach nur Stress und können sich auch hier nicht selbst verwirklichen, weil sie halt einfach einer Arbeit nachgehen, die sie nicht wollen. Und sie können sich auch nicht weiterbilden, um ihre Situation zu verbessern. Andererseits gibt es natürlich auch die Leute, die zum Beispiel Top-Manager, die 70 Stunden in der Woche arbeiten, nur um einfach so viel Geld wie möglich
zu verdienen und dass halt einfach der Umsatz passt bei den Aktionären, einfach so viel herstellen, wie es geht, so viel Umsatz machen, wie es geht und da einfach dabei auf die Gesellschaft, auf die Umwelt ignorieren, beziehungsweise ja, sehr mal drauf zu scheißen. Und dabei tut man sich auch hier dementsprechend viele Tricks, also Bilanztricks und Manipulationsmethoden begünstigen, beziehungsweise tut man auch hier anwenden. Ein Beispiel für die Jagd des Geldes habe ich die letzten Woche wieder sehr stark erlebt. Also in der Früh, wenn ich zur Arbeit fahre, da ist halt oft Stau, weil ich halt nicht auf der Autobahn fahre, sondern auf der Landstraße. Ist dann hier passiert, dass halt jemand es sehr eilig hatte, in die Arbeit zu kommen und hat dann auch hier versucht, den Stau auf dem Rad bzw. Fußgängerweg zu umgehen. Und solche Sachen können wirklich schlimme Folgen haben und ich hoffe, dass halt auch wirklich da niemand verletzt worden ist. Und auch berühmte Persönlichkeiten haben bereits die Schattenseiten unseres heutigen Geldsystems erkannt. Zum Beispiel hat Benjamin Franklin betont, dass wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät schnell in Verdacht, für Geld alles zu tun. Auch Albert Einstein hat berühmte Zitate zum Thema Geld verfasst. Zum Beispiel, dass Geld nur den Eigennutz anzieht und unwiderruflich zum Missbrauch verführt. Oder die schönsten Dinge im Leben sind halt nicht mit Geld erwerblich. Oder der berühmte Geschäftsmann, der den Fließband erfunden hat, Henry Ford, hat betont, dass ein Geschäft, das nur Geld einbringt, ein schlechtes Geschäft ist. Also da sehe ich halt, dass er hier Spekulationen zum Beispiel meint. Und ich will hier einfach keine Panik machen und das Geld von vornherein schlecht reden. Es kommt halt darauf an, was man mit dem Geld anstellt und was man damit macht. Wir sind alle in diesem System gefangen und es gibt auch schon hier viele Alternativen und Köpfe, die sich einfach neue Konzepte überlegt haben, zum Beispiel die Vollgeldinitiative, das Informationsgeld, die gerechte Marktwirtschaft zum Beispiel. Oder ihr könnt einfach das Geld nutzen und in Unternehmen investieren und als sozusagen als Gesellschafter, Beteiligter an dem Unternehmen teilnehmen oder einfach für eine sinnvolle Sache spenden. Ich persönlich strebe ja die anarchistische Lebensweise an und jetzt werden einige sagen, was? Anarchie, das endet doch alles nur in Chaos, alle schlagen sich die Köpfe ein. Und da muss ich ja ganz persönlich sagen, die meisten assoziieren mit der Anarchie eine Anomie. Eine Anomie ist halt die Abwesenheit der Herrschaft, des Staates und der Regeln ohne soziale Normen und die Achtung der Freiheit der anderen. Eine Anarchie ist halt genau das Gegenteil von der Anomie. Da ist einfach die Abwesenheit des Staates, der Polizei, der Gesetze, aber man achtet sich gegenseitig, man hat soziale Normen und man passt einfach auf sich gegenseitig auf. Und genau diese Lebensweise würde ich halt einfach gerne anstreben. Einfach in einer Gesellschaft zu leben, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man einfach gegenseitig aufpasst und das Wohlbefinden der Gesellschaft im Auge hat. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich ein Bauernjunge, Bauer bin, habe meine Erträge, dann verschenke ich sozusagen die Erträge an den Lehrer, wenn er zum Beispiel Essen braucht. Und der Lehrer gibt dann im Gegenzug dazu mir Unterricht, beziehungsweise auch meinem Sohn. Und da unterstützen wir uns einfach gegenseitig, indem man einfach die Sachen umsonst macht zum Wohle der Gesellschaft. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas neues Wissen bzw. Informationen näher bringen. Ihr konntet was lernen. Spasiba, wie Passmortrit. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.